Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more butts. Hey people, willkommen zu Solvarium. Ja, warum Solvarium? Die Skill heute. Ich hatte einfach mal Lust auf Solvarium und ich bin gerade richtig schlecht in diesem Spiel und ich habe in dem Spiel lange nicht mehr reingeschaut, keine Ahnung, irgendwie eineinhalb Jahre oder so nicht. Und jedenfalls ist mir schon mal aufgefallen, ich bin richtig schlecht geworden in diesem Spiel und falls Sound irgendwie nicht unbedingt treffend ist, tut's mir leid. Jedenfalls, warum Solvarium? Ja, ich hatte einfach mal Lust drauf. Ich hatte einfach mal ein Spiel reinschauen, ich hatte Lust drauf und ich hatte nicht so viel Lust auf Skill. Von daher habe ich mir gedacht, doch komm, jetzt einfach mal Solvarium runter, ja, und da ist mir eine Sache aufgefallen. Okay? Okay. Okay, 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 okay. Da ist mir eine Sache aufgefallen, weißt du, du lädst das Spiel, man lädt das Spiel in Steam runter. So, lädst es in Steam runter. Wenn dann auf, hast du es runtergeladen, so, drückst du dann auf Spielen. Also auf Starten. Da kommt dir normalerweise immer noch mit dieser erstmaligen Steam-Installation. Nein. Weißt du, kriegst einen richtig schönen alten Oldschool-Launcher. Richtig schön altes Oldschool-Setup, ja? So, schön dieses alte Window-Fenster. Und, da wird dir das Spiel installiert. So, wenn du es installiert hast, kommst du in den Patcher. Also wenn du es installiert hast und startest, kommst du in den Patcher. Bist du in den Patcher, dann lädt einen kleinen Datenblock runter, patcht das Ganze, lädt dann noch einen Datenblock runter, patcht das Ganze wieder und das Ganze geht so, keine Ahnung, 10 Datenblocks oder so und dann kannst du es vielleicht spielen, wenn du Glück hast. Ansonsten wird er immer weiter patchen, ja, und das ist so eine Sache, das hat mich so ein bisschen angepisst, das hat mich auch damals schon angepisst, ja, dass dieses Spiel einfach, wenn du im Patcher bist, also du lädst das gerade bei Steam runtergelegt, ja, du lädst nicht alles runter, ja, du bist in diesem verdammten Patcher, ja, musst im Patcher nochmal Sachen runterladen, ja, ich weiß noch von meinen ersten 2 Stunden oder so, die ich dieses Spiel Spielzeit hatte und Steam startet die Spielzeit, sobald du im Launcher bist, und nicht wirklich in-game, sondern sobald du den Launcher, den Patcher da geöffnet hast, ja, geht die Spielzeit los, ja, und ich hatte irgendwie von meiner ersten Stunde Spielzeit oder so, waren irgendwie 45 Minuten im Patcher. Mindestens. Ich habe extrem viel Zeit am Anfang im Patcher verschwendet. Und das hat mich damals eigentlich schon mega angekotzt. Ja, das hat mich auch jetzt gerade wieder. Das kotzt mich auch jetzt gerade wieder an, dass ich einfach. Dass das Spiel einfach nicht auf die Stand, nicht auf die Reihe kriegt. Einfach mal alles, was dieses Spiel zu bieten hat, alle Dateien runterzuladen. Nein, du musst immer wieder 20 MB runterladen, ja. Dann installiert das Ganze, dann musst du wieder 20 MB runterladen, dann installiert ihr wieder das Ganze, dann musst du wieder 20 MB runterladen, dann installiert ihr wieder das Ganze, dann hast du vielleicht Glück, musst du noch 18 MB runterladen, dann installiert das Ganze, dann hast du 15 MB und installiert das Ganze, ja. Sowas ist nervt. Es nervt einfach. Dieser Patch hat sich auch 2-3 Mal neu gestartet oder so. Ja, das Ganze nervt einfach. So, jetzt habe ich aber auch genug über diesen Patcher geflamed, die Spieler kann und ich habe das auf den größten Grafikeinstellungen, ne? Ist jetzt nicht die Bombe von Herrn. Muss ja nicht so eine Runde, geht 15 Minuten für euch zur Info, geht damit ein bisschen länger als für Skill. Von daher habe ich auch nicht ganz am Anfang angefangen aufzunehmen, damit ich vielleicht nicht allzu lang die Folge haben werde. Oder halt bis 100 Kills. Hat es irgendwie keine, die MP ist glaube ich, eine ziemliche Dreckswaffe. Ich glaube, ich nehme das nächste Mal die AK oder so. Oder ich wechsle gleich nochmal auf die Mosin und gucke mal, ob ich irgendwie was wegsnappen kann. Und Guck mal, das ist Beta, ja? Seit 2 Jahren ist das in der Beta. Seit 2 fucking Jahren ist das hier in der Beta. Und die haben es in 2 Jahren nicht rausgepackt, so solche fliegenden Leichen wegzunehmen, ja? In 2 Jahren haben sie keine fliegenden Leichen weggenommen. Ich weiß nicht, das soll jetzt irgendwann eine 0.42 rauskommen, ja? 0.42, ja? Das ist seit 2 Jahren oder so. Ist es in der Beta? Ich habe keine Ahnung, worauf ich damals gespielt habe, ja? Jedenfalls, das ist fliegende Leichen, ja, das ist eine Beta, ja, okay, ist seit 3 Jahren in der Beta, ja, gut, wird es unbedingt sein müssen, aber dass sowas nicht, dass sowas immer noch existiert. Sollte vielleicht nicht unbedingt in den Nachkampf gehen. Schade. Ich sollte auch schon treffen. Jedenfalls, ich hätte jetzt gerade über Fliegen recht, aber ich wollte mich eigentlich jetzt gar nicht darauf auflegen, ja? Ich habe nämlich eine neue Idee gehabt, so, die ich dann auch hier zusammen mit den Spielstadt ein bisschen verknüpft habe. Und zwar, dass ich irgendwie am Montag jetzt, montags habe ich immer meine Update-Videos gemacht, dafür einfach Skill gespielt und dass ich einfach auch montags irgendwie ab und zu mal ein paar andere Spiele spiele und irgendwie daraus so irgendwie so ein Multiplayer-Monday mache oder so ein Free-to-Play-Montag, wo ich einfach irgendwelche Free-to-Play- oder Multiplayer-Spiele spiele, wo ich möglicherweise laber, möglicherweise auch nicht. Das würde mein Problem lösen, wo ich meine Golf and Friends-Folgen mit hinpacken könnte und wo ich die eine Rückrunde von Dirty Bob noch hinpacken könnte, weil die ja auch früher oder später nochmal weg muss.
Falls das Spiel zu laut ist, ja, es tut mir leid. Man kann hier nicht einen Custom starten, womit man die Lautstärke mal einstellen kann. Nein, du musst schön in den Lobby rein, ja? Und wenn du in Lobby bist, dann solltest du dich vielleicht verstecken, wenn du sowas machen willst. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs, den Nerv halbwegs getroffen, dass man sich das geben kann, von der Lautstärke her. Wenn ich jetzt hier ein bisschen auf Spawn warte, in Hoffnung, dass hier wirklich jemand mal rumkommt. Und ja, so viel zu der Idee und, ja, keine Ahnung, ne? Haben jetzt irgendwie noch 6 Minuten oder so. Werden wir hier ein bisschen rumcampen. Können wir uns eigentlich auch mal ein bisschen die Stadt angucken, ne? Ist jetzt, keine Ahnung, nicht unbedingt irgendwas Besonderes. Grafisch technisch irgendwas Besonderes. Das Einzige, was in diesem Spiel cool ist, ist, dass du so eine Schadensanzeige hast, ja? Wenn du irgendwie kaputte Beine hast, kannst du nicht mehr so schnell laufen. Wenn du kaputte Arme hast, kannst du nicht mehr so schnell zielen. Wenn du einen coolen Kopf bekommen hast, bist du sowieso tot. Sowas halt, ne? Das ist halt ganz cool und jedenfalls, keine Ahnung, das ist die Spielewelt. Was gibt's noch so aus der Spielewelt? Ich habe einen neuesten Reddit-Account gemacht, ist jetzt nicht aus der Spielewelt, ja, aber ich habe einen neuesten Reddit-Account gemacht, ja, von daher, fange ich jetzt an, Reddit zu lesen. Ist irgendwie recht cool. Es liest man sich mal so das ein oder andere Witzige oder Interessante, ne? Wie es halt so, wie Reddit halt so ist, je nachdem, welche Subreddits du da auch abonniert hast. Und Spielewelt, keine Ahnung, ja, ist jetzt im Moment so irgendwie so ein kleiner Battlefield 5-Vibe, ja, dass es möglicherweise, einen Weltkriegs-Setting kriegt. Ja, wenn es ein Weltkriegs-Setting gibt, ist es geil, kaufe ich mir sofort, pre-order ich auch. Weil das wäre wirklich ein Battlefield, was nochmal richtig, richtig große Klasse haben könnte. Meiner Meinung nach. So ein World War Battlefield. Wie so 1942 zum Beispiel. Ja, keine Ahnung. Dann würde ich, das werde ich definitiv auch zocken, das werde ich möglicherweise so hochladen. Ja, keine Ahnung, ich werde morgen wieder Bitcoin aufnehmen, ja, tatsächlich, also heute werde ich Bitcoin aufnehmen, eure Sicht tatsächlich heute. Werde ich vermutlich auch noch nicht getan haben, weil ich in der Regel mal abends aufnehme. Einfach dazu, weil ich abends sowieso motivierter bin als morgens oder mittags. Ich treffe nicht, ne? Ich treffe einfach nicht. Wurde ich abgesnackt, nice. Keine Ahnung, das ich nehme es sowieso ernst aufnehmen, also ich werde es wahrscheinlich, je nachdem wann ihr es guckt, noch nicht aufgenommen haben und ja, ne. Wäre es auf jeden Fall cool, der andere hat es auch mitbekommen. Ich war mit der Seeds gar nicht Folge, nicht ganz so zufrieden. Keine Ahnung, hat sich irgendwie nicht cool angefühlt, die Folge, weiß nicht. Aber ich habe es aufgenommen, ich wollte es jetzt nicht vorenthalten, dass ich jetzt nicht irgendwie auf einmal in der nächsten Folge ankomme. Hier, das habe ich in der Zwischenzeit gemacht und so, ne? Nee, ich will so viel wie möglich dabei haben. Das Einfachste macht so ein bisschen AFK fahren oder vielleicht mal ein paar Flächen ausfüllen oder so. Also irgendetwas, das mir jetzt nicht unbedingt zeigen muss in der Aufnahme und ja, keine Ahnung, irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss mal die Themen ab, weil ich irgendwie gerade schon wieder Lust habe, über Battlefield zu reden. Wobei ich eigentlich muss dazu über gar nicht mehr reden, dazu habe ich alles gesagt zu Battlefield 5, das kurze. Das halt dieses Gerücht ist, World War 2 Setting oder irgendein Weltkrieg Setting. Fände ich persönlich ziemlich cool, würde ich kaufen, wahrscheinlich sogar auch aufnehmen. Ja, schon beim Aufnehmen war ich, da kam mir gerade GTA 5 in den Kopf. Ich habe, letztes Spiel schon ein bisschen GTA 5 mit dem Freund. Seit gestern, aus eurer Sicht, heute meiner Sicht, haben wir angefangen GTA 5 ein bisschen online zu spielen. Keine Ahnung, ist halt jetzt auch nicht. Ist jetzt nicht irgendwas, was ich jetzt aufnehmen, einfach aufnehmen würde, sondern das Spiel ist einfach freizeitig. Ich spiele so manches. Weiß ich, zum Beispiel so Faust, da haben wir auch Neues gespielt. Nur freizeitlich. Ich habe es aufgenommen, nur daraus kam halt kein guter Content, von daher ist gelassen. Also gleich gelassen. Weil das habe ich schon, habe ich schon bei der Aufnahme gemerkt, dass das irgendwie. Keine Ahnung. Das zusammenschneiden, das wäre echt mega widerlich geworden. Und so. Ja, spiele ich das dann so ein bisschen freizeitig. Also League of Legends spielt sowieso mal freizeitlich, da habe ich es zwar nicht aufgenommen. Vielleicht kommt da mal das ein oder andere Video, wenn ich Lust dazu habe. Seid mir nicht böse drum, wenn das nicht kommt. Und jetzt. Ich habe jetzt irgendwie auch nicht mehr ganz so viel zu labern, weil wirklich so eine Solarium-Runde doch deutlich länger dauert als bei Skill und Duel nicht hier innerhalb von. Warum wechselt ihr die. Warum hatte ich. Warum. Warum wir schießen, da wechselt erstmal die Waffe. Egal. Wir schießen einfach nicht. Egal. Jedenfalls, seid mir nicht böse, weil ich kann League of Legends oder so hochlade. Ist halt, weiß ich nicht, vielleicht später mal, wenn ich Dia-Promo bin oder so. Ja. Jedenfalls auch schon jetzt, da ich jetzt davon angefangen zu, was soll wieder denn. Sonst warum Folge ist halt länger als, geht dann
Runde geht da deutlich länger als bei Skill bei 100 Kills oder 15 Minuten, ne? Das ist schon mal eine Hausnummer. Das ist eine Ansage. Warum kommt auf der Seite wieder pieken? Ich bin gerade verraten, dass ich den Typ nicht treffe. Wo ist der hin? Kann er nicht weg sein. Wusste ich's doch. Dass der nicht weg sein, sechs weg sein kann. Jedenfalls geht er deutlich länger und ich bin jetzt eigentlich pretty much out of Content, was ich erzählen könnte. Von daher, keine Ahnung, spielen wir die 14 Kills oder 25 Kills, wäre es immer zwischen der S geht oder die eine Minute jetzt noch runter. Ich laber einfach noch ein bisschen bei, ein bisschen. Heute ist 1. Mai, ne? Sonntag, nichts Spannendes. Von daher, ja, sagt, wenn es heute irgendwelche Probleme ist, tut mir leid, ich werde es auch nach dieser Runde garantiert nicht noch eine Runde spielen. Irgendwie, ich bin jetzt gerade bedient, ich merke gerade so ein bisschen mein Kehlkopf, weil ich weiß nicht, glaube ich spreche irgendwie gerade ein bisschen anders als normalerweise. Lul. Und von daher, stirb. Und kann sein, dass von daher, vielleicht ist meine Stimme jetzt irgendwie ein bisschen tiefer oder so, oder irgendwie vibriert die ein bisschen mehr, ne, was halt so stimmtechnisch man so alles machen kann, was man jetzt über Headset mitkriegt, ne. Kann ich ja kurz machen, Sellout, ich habe Sennheiser PC 363 36 3D oder wie das heißt, sowas halt, ne. Daher, Runde ist vorbei, ne. Hab ein bisschen geraged am Anfang. Hab ein Achievement freigestaltet, super klasse. Richtig geiles Spiel, ne? Wenn es interessiert, kann ich mal reingucken und bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe auch, dass ihr seht dann noch ein bisschen die Stats. Hoffe, dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid oder morgen, ne? Je nachdem, wo welches Format es geht und bis dahin. Ich bin raus. Ne? Finden wir noch irgendwas Klassiges? Was Schönes, ja. Ne? Wenn es Resultate. Na, guck mal. Gibt's noch ein bisschen mehr, ein bisschen Endscreen. Ja, das Einzige, was ich gerade gesehen habe, ist, dass das Menü ein bisschen aktiv bearbeitet wurde, ne? Und jetzt gehe ich zurück zum Stützpunkt. Ihr geht zurück auf YouTube. Oder wohin auch immer, ne? Und bis dahin. Haut rein.